Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, da sprach er: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Da sprach Gott zu Noah: Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte, und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den Tieren gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden. Und die Arche fuhr auf den Wassern. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage. Da gedachte Gott an Noah und die Wasser fielen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. So ging Noah heraus, dazu alle wilden Tiere, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Thank you.